um sich zu helfen. Und sie kommen nicht, oder vielleicht überhaupt nicht. Ja, es kommt immer wieder, dann steht immer irgendwie etwas in den Weg. But some people are not in the right way. And all coming together and they help to each other and they set up to call each other brothers. And they can help each other. So, aber für andere Leute, die keine gute Absicht haben, keinen guten Zweck verfolgen, die sich aber auch Brüder nennen oder eine Brüderschaft nennen, da klappt es immer, dass sie sich treffen und zusammenkommen. Da steht da nichts in den Weg. Somebody wants to do good thing, Shaitan and his followers, ego coming against. Die Leute fragen sich, warum kriegen wir das nicht hin? Das ist, weil Shaitan und seine Anhänger dagegen arbeiten. We are in this life to prepare for next life. Wir sind in diesem Leben, uns auf das nächste Leben vorzubereiten. And next life means not to follow your ego or Shaitan. You must struggle against them. Aber das nächste Leben, Vorbereitung für das nächste Leben, bedeutet, dass wir nicht unserem Ego, unserem Shaitan folgen, sondern dass wir dagegen ankämpfen. For easy things, even when studying in school or doing any activity, you are not doing anything, so you will not succeed. Man sollte nicht sich gehen lassen, auch wenn man für die Schule zum Beispiel irgendwas mag, kommt es auch vor, dass man nichts lernt und dann nichts erreicht. Ja? Also man muss sich bemühen, darf sich nicht gehen lassen. Old people, they was doing what Allah wanted. In frühen Zeiten haben die Leute gemacht, was Allah wollte. Trying to do the best. Sie haben versucht, ihr Bestes zu geben. Especially Ottoman time. Ganz besonders in der osmanischen Zeit. There was one big general from Fatih Mehmed Sultan. Da gab es unter dem Sultan Fatih Mehmed Sultan einen großen General. Don't work, we are working, don't be tired. Und der Vorarbeiter, der arbeitet dort in der Moschee, die haben gesagt, Pascha, du bist schon älter, du hast so einen hohen Rang, arbeite.
arbeite doch bitte nicht mit, wir machen das doch schon für dich. I must also get from this reward from Allah. Nein, ich möchte auch gerne diese Belohnung von Allah bekommen, wenn ich mit meinen eigenen Händen damit arbeite. Und weil sie alle zusammengearbeitet haben, auch der Bascha mitgearbeitet haben, sind sie immer schneller geworden. Und er war so in der Takbir und der Lehr, und er war happy, quickly coming this morning. So, sie haben sich nicht weggegangen mit Takbir, und sie haben immer schneller und sind schnell fertig geworden. Once, time, Bascha's Kamama, he was around this area, and he said, I'm here, we met mosque. I must visit him. Einmal war Fatih Sultan kam in der Nähe und hat gesagt, er baut hier eine Moschee und da muss ich ihn besuchen. Easy for you. Und Sultan hat ihn besucht und ihn dort arbeiten sehen, hat gerufen, oh, Pascha, das möge er Allah dir leicht machen. Pascha from upstairs without looking to behind. He said, I'm trying to Sultan. Sultan, danke für deinen Besuch. And he came down and he was speaking welcome to him. Und er ist gekommen und hat ihn willkommen geheißen. Danke sehr. But, Sultan, how you know? Sultan also was wondering how he is knowing. Without talking to the Sultan, he was calling him. Und er hat aber auch gewundert, warum der Sultan jetzt ihn gerufen hat, ohne dass er das gewusst hat, ja, dass er, ohne dass er das hingeschaut hat. Also er hat gesagt, ich habe es gewusst, weil es niemand anderen gewagt hätte, mich mit meinem Namen zu rufen. Also respecting him. Also er hat sein Ego unter Kontrolle gehabt und er hat mit den Händen gearbeitet, aber die Leute haben ihn hoch respektiert dafür auch. Also auch deswegen, aber auch sonst. Ja. Er war hoch angesehen. Somebody working for Allah, Allah making him high. Wenn jemand für Allah arbeitet, dann gibt ihm Allah eine hohe Stellung. Is looking for himself, for his pleasure, for his ego, and going out of Allah's order, Allah make him to be resilient. Also wenn er jemand dafür nur fürs eigene Vergnügen sich anstrengt und nur das dem eigenen Ego dient, dann macht Allah ihn, dass er lächerlich wird. Ja. Is that
work. Help us out of every time I hear, last time also the same thing. This, our day people, even teaching for people to be only to think for themselves. In unserer Zeit, selbst wenn Leute andere unterrichten, ja, machen sie es nur für sich selbst. Denken nur an sich selbst dabei. Before people, I was saying to be patient. Now, knowing for patient, you must stand up, you must shout, they said. Früher hat es, war es eine Tugend, geduldig zu sein. Heute ist, heißt es, ja, du musst für deine Rechte aufstehen, du musst schreien, du musst kämpfen für deine Rechte. We are teaching, make people unhappy. Sie bringen den Leuten bei, unglücklich zu sein. Not giving for power for soul, only giving power for ego. Man gibt nur dem Ego Macht und nicht der Seele. And after people, they become stressed, they become ill, they become unhappy from this. Und wenn die Leute so leben, ja, dem Ego folgen, dann werden sie krank, werden gestresst und ja, es geht ihnen schlecht. We're not even for soul the what it needs food. Die Leute geben der Seele nicht das die Nahrung, die sie brauchen, die geistige Nahrung. Und die geben Ego und Ego becoming bigger and bigger and bigger after become like the dragon and eat. Man gibt nur dem Ego, was es will. Das Ego wird größer und größer und größer wie ein Drachen und frisst die Leute. What we will do, what we will do, Allah show us, He is the Creator and He is knowing everything, and He showed us not hiding what we must do to be happy. He showed us the right way. Was ist unser Weg? Allah ist der Schöpfer. Und er versteckt ja nicht vor uns, was wir tun müssen, was unser Weg ist, damit es uns gut geht. The right way to be first to know our Creator. Der rechte Weg ist, dass man als erstes seinen Schöpfer erkennt, weiß, wer sein Schöpfer ist. Creator Allah. Only one God. Und Schöpfer ist Allah. Es gibt nur einen Gott. And he is, you cannot put him in limit. Er kann Allah nicht begrenzen. You cannot make him be, imagine what is some people, they are imagined like men. Man kann sich Allah nicht vorstellen. Manche Leute stellen sich Allah vor wie einen Menschen, aber das ist Blödsinn. Impossible to be imagined what he is. Only we are seeing his, what he created, only this what we are. Our mind can reach. Mir ist es unmöglich, dass man sich Allah vorstellen kann. Man kann nur das sehen und das vorstellen, was er schafft. Das ist, was unser Verstand begreifen kann. Aber nicht mehr. God only one. Es gibt nur einen Gott. Cannot be like
think about my reality, only look what I create, and it is enough for you to see the magnificent always cannot compare, cannot see, say anything for him. For this, Allahu Akbar, the greatest. So, Allah sagt, denkt nicht wie ein Mensch, ja? Und Allah sagt, denkt nicht über meine Realität, über meine Wirklichkeit nach. Das könnt ihr nicht, ja? Schaut euch an, was ich geschaffen habe, wie wunderbar das ist, wie großartig. Und da erkennt ihr dann durch meine Geschöpfe, durch das, was ich erschaffen habe, erkennt ihr meine Macht, meine Mächtigkeit, meine Großartigkeit. Gut ausgebildet und ihre Religion beschreibt Gott nicht ausreichend. Ja? Also das ist sehr, sehr klein, wie sie da beschrieben werden kann, wie Gott nur beschrieben werden kann. So for this, not looking on for to see reality from another religious, because they are not accepting. They refuse all religion. Weil sie da diese Realität von Gott nicht begreifen können, verweigern sie die ganze Religion und sagen, das ist alles Unsinn, Erfindung. This is the first one. The accepting Creator after accepting Prophet sallallahu alaihi wasallam. Erstens, den Schöpfer zu akzeptieren. Und das Zweite ist, dass wir den Propheten Salah Salam akzeptieren. To say the word of saving from for eternal life, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und das uns vor den uns rettet für das ewige Leben. When say this, at the end will be in paradise. Wer das sagt, wird am Ende irgendwann im Paradies sein. And this giving light for the heart. Das gibt Licht fürs Herz. And from heart will come light from your face also. Und vom Herzen kommt dann das Licht ins Gesicht. Many people they don't have and not in his heart is warm, no light. Wenn man das Laila nicht im Herzen hat, dann ist auch kein Licht im Herzen, kein Licht im Gesicht. After this, they can follow order of Allah Azza wa Jalla to pray, to make charity, to fast. Wenn man diese zwei grundsätzlichen, die Anerkennung des akzeptierenden Schöpfers und die Akzeptierung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinter sich gebracht hat und dies geschafft hat, dann kommen als nächsten Schritte, dass man betet, dass man fastet, dass man Spenden gibt, Sadaqa gibt und dass man die Pilgerreise macht. Man darf niemanden wehtun, weder Menschen noch ein Gläubiger muss gnädig sein, muss barmherzig sein. Something.
etwas tut und dabei andere Menschen oder Nachbarn oder Tiere etwas antut, dann wundert man sich. Das ist, was unser Narr befindet. Das ist kein schlechter Befehl. Showing us how to be happy here and hereafter. Er hat uns geschaffen und er hat uns auch gezeigt, wie man glücklich ist, hier in diesem Leben und in der Ewigkeit. Er hat nichts versteckt, er hat ganz klar gemacht, was wir tun müssen. This place. Ein gutes Zitat, Allah ruft die Leute zum Platz des Friedens, also damit es gemeint das Paradies. He's not kicking anybody from there. Don't come. No, he said come. Er hindert die Leute nicht ins Paradies zu kommen. Im Gegenteil, er sagt, kommt her, er sagt, was ist zu tun. But people, they are running away from there. Running from what Allah ordered. Running away and running to Satan. Und die Leute laufen davon, was Allah uns aufgetragen hat, dem, was Allah uns aufgetragen hat, und laufen über zum Satan. Running to fire. Gehen in die Hölle. Like this insect. So wie die Motten, die von der Flamme angezogen werden, hineinfliegen und dort verbrennen. Aber not oppressor. People they are making oppressing for themselves. Allah ist kein Unterdrücker. Die Leute unterdrücken sich selbst. Everybody can come to paradise, to peace. But people, they are not accept, so they are doing this for themselves. Nobody responsible for them. Allah ist der Großzügigste. Er sagt, er lädt die Leute ein ins Paradies, aber die Menschen machen das alles für sich selbst und verstellen sich so ein Weg. Allah give you his country. It is like paradise everywhere, very beautiful, very nice place. But people, they are not happy. Allah hat uns ein Land gegeben, das wie ein Paradies ist. Überall schaut so herrlich aus, aber die Leute machen es nicht zu einem Paradies, machen es schwierig. People are living in desert, nothing, no green, nothing, no water. Und wenn Leute in einer Wüste wohnen, wo es nichts gibt, wo es eine Trockenheit gibt, die sind glücklicher als die Menschen hier. The secret here, what we said, well, they are not accepting the Creator, and they are only following their ego, so this is making people miserable. Das Geheimnis, warum das so ist, dass die Leute ihren Schöpfer nicht akzeptieren, dass sie nur ihrem eigenen Ego folgen und sich selbst sozusagen jetzt umgekehrt. This advice for people and for ourselves also. So not forget Allah. Darum gibt uns unser Scheich den Ratschlag und auch für sich selbst, dass man Allah nie vergessen darf.
culture here, they are sometimes they are speaking about God in auch your culture. In der europäischen Kultur spricht man auch von Gott. But in Oriental culture, you cannot say this. In der orientalischen Kultur kann man das nicht so sagen. Wir legen unseren Kopf in Saatstab zum Boden und wir akzeptieren. Eben. Don't come. Don't fight with Allah. Bekämpfe nicht Allah. Because you cannot escape from him. Wir können Allah nicht entkommen. You cannot escape from everything, but from Allah. You escape from here in Akhira also. He is not dying, not changing, nothing. Only you are changing. And if you die, when day of judgment, you will be again from here. So wir können Allah nicht entfliehen, wir können allen möglichen entfliehen. Und wenn wir Allah in dieser Welt verleugnen und nicht an ihn denken, im Akira, in der anderen Welt, ist Allah wieder da. Er ist unsterblich, wir werden sofort wieder mit ihm konfrontiert werden. Das heißt, wir können nicht entfliehen. Aslam Taslam.